der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang. Der Schauende. Ich sehe den Bäumen die Stürme an, die aus lang gewordenen Tagen an meine ängstlichen Fenster schlagen und höre die fernen Dinge sagen, die ich nicht ohne Freunde tragen, nicht ohne Schwester lieben kann. Da geht der Sturm, ein Ungestalter, geht durch den Wald und durch die Zeit. Aus Orpheus Zyklus. Heil dem Geist, der uns verbinden mag, denn wir leben wahrhaft in Figuren und mit kleinen Schritten gehen die Uhren neben unserem eigentlichen Tag. Ohne unseren wahren. Und wie war das? Haben Sie das Gedicht gehört? Nee. Hat er nicht zugehört. Sie haben nicht zugehört, aber Sie haben so andächtig geguckt gehabt. Naja, aber ich hab das nicht. Schade. Hallo, schönen guten Tag. Würden Sie was dazu sagen, dass Rilke vor Ihrem Geschäft gelesen wurde? Wer wusste? Rilke, Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke? Ist ein, der hat Gedichte geschrieben und die wurden eben vorgetragen. Wunderschön. Und dann genau vor der originalen Thüringer Ostsportwurst, ja, das ist natürlich genau. Das Schönste. Okay, danke schön. Gerne.